Haben Sie einen Knopf in Ihrer Badplanung? Dann wird es Zeit für eine professionelle Fachberatung. Ding Dong mit Bauarena. Die ganzjährige Baufachmesse. Sie bauen, wir beraten. Jan? Ja? Also, das kannst du anlangen. Ja, sicher. Also, hey, schau mal, meine geile Badi! Mit Ausblick aufs Meer und darüber. Da kommt mir gerade immer Ghost in den Sinn. Ja, ja. Willkommen zu einer neuen Staffel Ding Dong. Der Jan hat mich heute auf eine kleine Zeitreise eingeladen, und zwar ins Dinosauriermuseum in Frick. Warum? Das wird er mir hoffentlich jetzt gerade erzählen. So doof. Starten wir mit der Sendung. Sehr gern. Der Grund, wieso wir da sind, das erste Haus, das wir besuchen, wo der die Villa da gebaut hat, hat er eben beim Aushub genau so ein Exemplar gefunden. Wie heißt der? Plateosaurus engelharti. Plateosaurus engelharti. Und wenn man das jetzt findet, bei sich auf dem Grundstück, gehört das dann einem selber? Ich denke nicht. Das hier sieht auch aus wie irgendeine Saurier-Fundstätte. Ein gelungenes Bild. Also das Wichtige ist, es ist so ein Steinbruch. Mhm. Und da hinten hat es ein Häuschen, das nennt sich Paradiesgärtli. Und wir werden dort zwei Frauen treffen, die haben sich kennengelernt in einem buddhistischen Zen-Kloster und haben sich dort verliebt. Und jetzt sind sie im Paradies. Es hat geklappt. Voll. Denn Mut zur Lücke. In der heutigen Welt gibt es nur noch sehr wenige echte Abenteuer. Mhm. Geht es wieder mal los? Spontan? Yes! Ja, du freust dich, ich sehe das. Wenn immer uns etwas auffällt am Strassenrand oder wenn uns jemand noch etwas erzählt während dem Dreh, dann läuten wir. Läuten wir hier. Dort. Gut. Und dann zum Abschluss. Ich habe gemerkt, wir werden während des 100. Haus besuchen in unserer Ding-Dong-Karriere. Krass! Das 100. Gratuliere. Glückwunsch! Ich hoffe, wir könnten ein kleines Fest machen. Ich habe eine Konfettikanone mitgenommen. Ich hoffe, die haben auch Freude. Und das Haus sollte sich aber eignen, weil es ist eine alte Mühle, wo eine italienisch-emmentalische Familie drin wohnt. Und sehr oft veranstalten sie sowieso auch Events. Ja, und Südländer sind ja bekannt dafür, dass sie gute Partys feiern können und gastfreundlich sind. Sie. Und da starten wir. Ja. Beim jetzt. Dino Plausch. Kennst du? Dino Plausch. Dino Plausch, das ist ein Kindermenü, oder? Das ist klasse. Gut, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Villa von Peter Stocker. Er ist Architekt. Und wo er das Haus hier geplant und gebaut hat, sagt er oft mit seinem Hund dort spazieren. Und dann hat er andere Hündler vor dem Haus gesehen. Und dann haben die immer ein bisschen gelästert und gesagt, der hier gerade einzieht, der kann ja gerade in Jelmoli reinziehen, weil alles so offen sei mit so Schaufenstern. Was die Leute immer zu schnurren haben. He? Ja. Das ist wie so ein Hund. Nein, ja. Nein, du bist einfach langsam. Der Mann im Glashaus. Aber schau mal, er tut gar nicht den gleichen. Nein. Volksaufmarsch, willkommen. Ja, wir sind das Paar. Ja, es ist so schön. Können wir dir sich wieder ein bisschen wärmen? Viola, freut mich. Hoi, freut mich. Ah, oh, ja, warm es ist bei warm dir. Drin, gell? Ja, ich has gern warm. Auch warm so. Vom Licht. Das ist ja ein Kunstwerk. Ja. Eigentlich ist dein Haus ja lanciert worden vom Jan mit einer Dinosauriergeschichte. Ja. Und jetzt, wenn ich aber hier reinkomme, dann überwältigt mich natürlich schon eher Kunst als der Dino-Spirit. Was erinnert jetzt noch an den Dino-Fund, der eigentlich so ein bisschen der Ursprung war von dem Haus? Also Ursprung, es war mir einfach ein Zufall. Wir können schon raufgehen. Ich habe da
Ein paar Fotos. Das ist echt? Nein, das ist jetzt ein Abdruck. Nein, das sind das ist eigentlich bei mir gewesen, der Aushub. Und dann kommt plötzlich der Chef von dieser Ausgrabungsstelle aufgeregt und sagt, ich glaube, wir haben etwas gefunden. Aha. Ich glaube, es könnte etwas sein. Da ist er. Das ist der Chef, oder? Er ist ein Wahnsinnstyp. Und dann haben sie die einzelnen Knochen gehabt und dann hat das dann so angefangen in ihrer Werkstatt. Oder? Dann haben sie das dann angefangen zusammenzubauen. 8,5 Meter langes Tier. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren habe ich gelesen, dass sie die jetzt an den belgischen König verschenkt haben. Jetzt ist er irgendwo im Schloss zuhause und heult dort. Irgendwo. Keine Ahnung. Ich will zurück zum Peter. Ja. Wie cool ist das? Eine Wolke! Du kannst jetzt sagen, was du hast, ist eine Wolke, die nicht regnet, oder? Ja, es ist wirklich recht abgespaced. Es ist Watte. Es ist beruhigend irgendwie. Ich kann einfach etwas Warmes, etwas Weiches wählen, weil das ist ja alles relativ harte Materialien. Ja, weich ist es, oder? Das ist weich, ja. Kannst du es. Also, das kannst du anlangen? Ja, sicher. Also, hey, schau mal, meine geile Lampe. Und ich nehme an, alles da inne ist deine Idee gsi. Also meine und die von den Handwerkern, die wir zusammengebaut haben. Ja. Mir ist das einfach ein Anliegen, die Kunst wieder mit dem Wohnen zu verknüpfen. Und darum habe ich da ja meine bewohnte Galerie und das Haus ist einfach etwa 12-15 Mal pro Jahr ist das Haus einfach offen, immer mit Ausstellungen. Und du kannst dann eigentlich das ganze Haus durch, Badzimmer und überall. Und, ja. Ich habe schon Leute gefunden, die auf meinem Bett gelegen sind und Kunst angeschaut haben. Also, das stört dich nicht? Nein. Dann kommen dann auch meine Leute und sagen, du, ich habe so einen blöden Tag gehabt. Ich wollte jetzt einfach da etwas trinken, da raushocken und meine Ruhe. Aha. Und dann was sagst du? Ja. Okay. Nein, es ist alles wunderbar. Die Idee ist, eigentlich, du kannst hier alles öffnen, bis im Bereich der Stege. Und dann ist eigentlich das alles ist ein offener Bereich, das ganze Wohnessen. Das ist ein Traum. Es ist mega. Du kannst alles dann auch tun. Schau, da ist dein Flughund. Da ist mein, schau mal, wie der glücklich lacht. Ja, sieht happy aus. Der ist völlig happy. Oder? Das ist jetzt schöne Kunst am Bau. Ja, es ist einfach. Ich hatte früher einen Hund und der Künstler hat sich inspirieren lassen davon. Und dann hat er das gemacht. Das ist wie so ein Luxushotel. Einfach ohne Meer. Ja, man sucht so Spa. Genau. Ja, da können wir nachher, kannst du nachher schauen. Wirklich? Hast du auch? Ja. Jan? Ja. Was ist das? Ein Haarföhn? Nein, das ist ein Duschkästchen. Das ist ein Tüchlihalter. Das ist vom gleichen, wo das hier designt hat. Eine Sauna! Oh Gott! Jawohl! Nein! Crazy! Das ist alles nicht wahr! Was für ein Tempel! Hat es ein Eisbad? Da braucht es doch bei jeder Sauna. Genau, also ich gehe dann da raus. Das ist unglaublich schön bei dir, Peter. Wenn du jetzt reingehst, dann lupft es dich, glaube ich. Du wärst nicht der Erste, den man findet auf dem Gelände. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man hier ins Schlafzimmer kommt. Warum? Es schreit nicht nach Schlafzimmer, wenn ich da hinten. Ich weiß nicht, aha, warum. Das ist halt einfach der Teil. Dann. Hast du die alle gelesen? Ja, mehrmals. Das ist die Violäre Lieblingsfrage. Ja, ich habe sie jetzt Bücher gesehen. Ja, ich habe sie jetzt extra für den Jan gestellt. Ja, das ist gut. Danke vielmals. Bitte. Cool. Und auch hier Aussicht aus dem Schlafzimmer oder auch Einsicht? Nein, also das Einzige, was du siehst von der Straße, sind meine Füße. Aber ja. Du hast keinen Vorhang? Nein, sonst hat keinen Vorhang. Ist es nicht zu hell? Nein, also machst du am Morgen halt wieder auf, wenn es hell wird. Ja. Schlafst nie? Ja, das ist. Wow, das ist cool! Okay. Oh ja! Crazy! Das ist genau mein Style. Sagaft, hä? So sieht es etwa bei dir innen aus, würde ich es jetzt mal sagen. Ja! Ja! Wenn ich dich zeichnen müsste, was bei dir innen so abgeht, wäre es etwa so. Ja, kommt etwa da. Darf man es anlangen?
Du kannst es Licht, ja. Es ist einfach. Es ist durch. Krass. Die Decke ist auch speziell. Die ist, ja, das ist wegen hier innen. Das ist eigentlich die Decke, das ist eine Eigenkonstruktion. Das ist eine Akustikdecke. Da drinnen, das ist jetzt einerseits das Kunstdepot. Und umgekehrt da findet eben Konzerte und so Sachen statt. Und da ich eben wenig Wände habe, habe ich halt eben die Wände so, als Schiebewände. Wo man dann eigentlich, ja, das Zeug rein- und rausziehen kann. Tada! Tada! Cool, mir gefällt es bei dir. Peter, danke vielmals, dass wir nicht nur von außen hineinschauen durften, sondern dass du uns auch die Türen aufgemacht hast. Und ich muss sagen, es kann durchaus sein, weil es mir das so gut gefällt, dass man in 200 Millionen Jahren meine Klauen so da findet. Zum Wohl. Danke vielmals. Danke euch fürs Kommen. Vielen Dank. Merci. Schau das schöne Licht, wie schön du hier hast. Ja, sogar Sonnenuntergang hat er. Machen Sie mit beim Wettbewerb. Einfach anrufen auf 0901 55 66 00 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Gönnen Sie einen Gutschein von Sonos für ein Soundsystem mit Heimkino-Feeling oder für Musikgenuss zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie wollen. Der Preis hat einen Wert von 3'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Alle Infos auf srf.ch. So, wir sind jetzt unterwegs nach Steinmur und wir gehen dort auf einen alten Steinbruch. Und dort steht ein geschichtsträchtiges Haus. Wir treffen Irina und ihre Frau Sabrina. Die haben sich kennengelernt in einem buddhistischen Zen-Kloster. Sabrina, sie ist Französin, sie war etwa 2 Jahre dort und wollte, glaube ich, eigentlich Nonne sein. Und Irina ist dort für so eine kurze Zeit dort an und dann haben sich die dort irgendwie gefunden. Und sich dann aus dem Kloster türmt. Wo bin ich da? Paradiesgärtli. Mhm. Siehst du es schon? Mhm. Nein! Ich habe meine Turnschuhe. Oh ja. Nein. Spucken. Gut, oder? Ja, ist gut. Können wir so durchziehen? Wieso musst du? Sitze! Hä? Nimmst du mir meinen Job weg? Oh, Scheiße, Mann. Ich bin mir nur noch gewöhnt von meiner 6-jährigen Nichte, aber du bist schon ein bisschen schwerer. Kein Bodyshaming, Kollege. Auf dem Areal gibt es eben noch so einen Verein von Künstlerinnen und Künstlern. Oder eure Ateliers haben. Grüezi! Haben hier einen Pfadfinder-Ausflug? Ah, schau, das ist gut. Ah, grüezi. Wir gehen zu der Irina und zu der Sabrina. Ihr die Heiko anschauen. Kennen Sie die? Ja, kenne ich. Sind sie nicht? Ja, normalerweise schon, aber sie könnten natürlich auch bissig sein. Oder? Aha, ja gut, das können wir auch. Ah, sie haben 2 Hunde? Ja. Sind die bissig? Nein, sie machen nur Lärme. Sie müssen ja hier oben bewachen, oder? Die 2 Frauen wohnen die Mutterseelen allein hier oben. Ja. Danke vielmals. Danke vielmals. Schönen Tag. Schönen Tag. Das ist nicht meine Welt. Ich gebe es zu. Oh Gott, oh Gott. Nein, Mann. Wo ist es? Oh, was für eine Allee. Was mir mehr Sorgen macht, sind die beiden Hunde. Ui. Glaubst du, da ist es? Ich nehme es an, ja. Sie wohnen erst seit über einem Jahr hier und sie haben gesagt, sie hätten es renoviert. Es sieht irgendwie. Ich weiß nicht. Nicht so aggressiv, nicht die Hunde verrückt machen. Oh! Hoi! Bist du Jan? Ja. Ah, ich bin Irina. Freut mich, Irina. Viola, hoi, freut mich. Sabrina, oui. Enchanté. Salut. Hallo. Ja,
Wollen die noch etwas draussen oder kommen die hier? Oder was, wenn, das sagen dir, gibt es etwas draussen zu sehen, weil es ist recht kalt. Also die Grotte, wenn ihr gesehen? Ja. Also ich komme schnell raus. Gut. Also, Licht, hat es da Licht? Ja. Mache ich gerade. Jetzt da Schnaps. Toll! Wer feiert da? Das ist privat. Also Miriam Sennhauser macht hier so private Anlässe. Aber in dem Fall, ihr seid zur Miete und Miriam Sennhauser gehört zu Hause. Ja. Da kann man auch da hinten raushocken. Also wir können auch da hinten raushocken, wenn wir wollen. Das ist euer Sitzplatz. Ja, wir können es benutzen, genau. Und wir haben hier auch alles cool verstreichen draussen durch. Also das ist recht noch so ein bisschen. Ja, wir haben eine sanfte Renovation gemacht und auch frisch gestrichen. Und da haben wir auch mitgeholfen. Ja, das war lässig. Ja. Das ist eigentlich cool, he? Da kannst du so. Schon mal schnell reinschauen. Runde Fenster. Jetzt frage ich mich eh, wieso machen wir das nicht mehr? Das finde ich cool. Oh, das sieht dann gemütlich aus. Deine haben auch renoviert. Sanft. Sanft. Also ich will unbedingt sehen, wie es denn aussieht bei euch. Ja, kommt. Gern. Oh ja, innen. Es ist kühl. Cool. Es ist frisch. Du weißt nicht, wie warm das drinnen ist. Ja, also Irina hat die Kappe an. Oh, jetzt ist es Paradies. Warm. Ja. Da habe ich reingeschaut. Ja. Und jetzt schaust du raus. Der Kreis schließt sich. Ja, der Kreis schließt sich. So, und da kann man, also man kann hier führen. Sind wir schon im Schlafzimmer? Ja, also jetzt, wir haben gewechselt im Moment, weil es kalt ist da. Dann haben wir jetzt einfach mal hierher das Schlafzimmer verlagert. Und hier ist jetzt einfach die Stube und das Schlafzimmer. Alles in einem. Und wie heisst so, die Hunde? Das sind jetzt die Dalmatiner. Das ist Appel. Appel. Und der andere Hund, der jetzt nicht da ist, ist der Olem. Du parles allemand? Nein. No. Anglais. Français et anglais. Et qu'est-ce que tu préfères? Le français. Ah oui. Voilà. Nous aussi, Jean? Hein? Et c'est your turn. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oh, toutes les choses. Oui? Oui, oui. Depuis quand tu vis ici? Ça fera un an cet été. Et pourquoi? On a vu la maison il y a 2 ans. Il y avait une exposition chez les artistes, juste à côté. Et en se promenant, on a vu la maison. Et déjà là, je lui ai dit que la maison était magnifique. Enfin, ça a été un coup de foudre. Schau, wie hübsch die durchreiche. Hättest du den Schleckstängel? Schweit, ja. Kannst schon nicht, ah, das sind Schleckstängel. Non, je suis timide. 7 Jahre später. Aber sorry, einer, der nicht mal einen Schleckstängel aufmachen kann. Wie überlebt er? Auf, gut. Merci beaucoup. On peut continuer. Also das hier ist alles neu. Das sind die Fächer, die sind nicht gesehen, wo wir gekommen sind. Ich habe das Gefühl, das ist schon das dritte Sofa, das ich gesehen habe. Ja, das Sofa in der Küche erschliesse ich jetzt mir nicht per sofort. Oh, es ist einfach zu kalt. Da hinten wohnen wir einfach nicht mehr. Und darum haben wir das Sofa jetzt hierher. Aber jetzt hocken wir ab und zu da und schauen miteinander den Kochen zu. Genau. Ah, das ist noch praktisch. Cool, wer kocht und wer schaut? Das ist ein Unterschied. Wir wechseln ab. Wirklich? Mhm. Wie verliert man sich eigentlich in einem Kloster? Ich bin dort hergereist. Genau, mit der Idee, dass ich möchte, eine längere Zeit dort verweilen möchte. Und Sabrina ist schon seit dem 2. Jahr dort und wir sind uns so begegnet. Und nach 2 Monaten haben wir uns verliebt. Durch Gespräche und natürlich die Energien, die sich getroffen haben. Also, und da hinten war vorher die Stube? Maintenant, c'est un peu le bazar. Ah. Hein? Ja, was? C'est jetzt ein bisschen bazar. Das war also Schlafzimmer gesehen. Also das wird es wieder, wenn es warm wird. Yes, explain. We were sleeping on the top. Mm-hmm. It's still a little bit cold. The floor. Yeah. The floor. Und so das, we wait in 1 month.
we come back to sleep here. Mm-hmm. But you have a fireplace. Yes, yeah. But we have always smoke inside, so we don't can use. Ui! Ja, aber das ist ja so, mega schön. What's this room called? It's the meditation, yoga and Reiki place. Where is the teacher's place here? The teacher, she is the teacher for yoga, so she is there. Ah, okay, let's do. Let's know. Und wie wendet ihr so? Aussi, le yoga? No. No? Pourquoi pas? Oui. C'est comme l'allemand. I'm too lazy. Ah, moi aussi. Kannst du den Sonnengruß? Oder was? Ich weiß nicht mal, was der Sonnengruß ist. Ach so, ich habe dir einen blutigen Anfänger. Willst du ihm vielleicht mal den Sonnengruß zeigen, damit er sich vorstellen kann, was das bedeutet? Okay. Ja. Also, du musst einfach die Atmung bei den Nasengängen beobachten. Und dann tust du so einen Kehr machen. Nachher einatmen. Ein bisschen nach hinten. Einatmen. Ausatmen. Atem anhalten. Aber. Mit den Knien und durch hinein einatmen. In den Hund. Rechte Beine führen. Einatmen. Oh Gott. Ausatmen. Oh Gott. Das linke Bein führen. Oh Gott. Einatmen. Und ausatmen. Ausatmen. Mit der Nase. Danke vielmals, haben wir in euer herzige Häuschen hineinschauen, das ihr mit so viel Leben füllt. Und danke für die Erfahrung. Am Jan seine erste Yoga-Lektion. Cool. Eigentlich hättest du dir erst jetzt den Schleckstängel verdient. Das stimmt. Guten Morgen, Solothurn. Wieso so gut drauf? Einfach. Ich bin selten in Solothurn. Solech. Du, dann bleiben wir doch noch ein bisschen. Unser Kameramann, der Ivan, geht ja immer am Morgen ein bisschen spazieren, damit er in Fahrt kommt. Aha. Und heute ist er eben gekommen. Er sagt, du, da hat so viele gute Häuser und so, dann müssen wir unbedingt etwas machen, da spontan. Ja, okay. Darum ja. Schauen wir mal, ob er recht hat. Let's Solothurn. Das hier ist was? Hat unseren Kameramann auf seinem Spaziergang gesehen. Da wohnt sicher niemand drin. Cool. Mega. Familie. Das ist die Opening Line. Nein. Hey, da hat es einen. Hast du das gesehen? Ein Fingerprint-Sieg. Ja. Das lohnt sich definitiv. Ja, aber es wacht niemand auf, oder? Sie wollen nicht. Okay. Wir geben noch nicht auf. Das hier sieht noch interessant aus. Okay, 7000 Spione. Irgendetwas muss da drin sein. Meinst du, sieht sie uns jetzt hier 17 Mal? Nein, mach keinen Scheiß. Das hilft nicht. Das sind in der Knall. Oh. Oh, hallo? Hallo? Wir suchen spezielle Häuser. Weißt du, wer da drin wohnt? Nein. Ich bin frisch. Wir auch. Dir auch. Also, ah! Oh. Der geht ja überall irgendwie ein Tor auf. Was machst du nicht oben? Terrasse. Und sieht es speziell aus bei dir? Ja, kann man schon fragen. Dürfen wir schauen? Ja, ich bin gerade am Arbeiten, aber kannst schon mal schauen. Wie heisst es eigentlich? Pedro. 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 Glaub's. Viola, freut mich. Viola, ciao. Hoi. Hoi! Sali. Jan! Jan! Pedu! Pedu! Ja, hast du keine Finken noch? Ja, ich bin vor zwei Tagen von Asien gekommen, bin drei Monate tauchen. Ah, okay, dort ist man halt barfuß, gell? Ja, es ist eben ein bisschen, ja. Gell, das ist immer schlimm, wenn du die Schuhe anlegen musst. Ja, das ist wie ein Gefängnis. Es ist alles sehr kalt hier. Dann könnt ihr einen Elefant schauen. Ein Elefant? Hast du einen Elefant oben? Nein, dem sagt man Elefant.
Was? Im Haus? Ach so, von Solothurn, ja. Das ist der Elefant von Solothurn? Ja, einfach weil es so ein Klotz ist. Aha. Also ist es ein spezielles Haus in dem Fall? Ja, sie auch sind. Hey, schön! Oh. Mega schön! Wer wohnt da drin? Meine Frau und mein Sohn ist noch da. Die Tochter ist in Australien. Meereswissenschaften studiert, fertig. Okay, sie ist jetzt auf Bali tauchen. Okay, und wie lange wohnt ihr schon da drin? 30 Jahre. 30 Jahre? Ja. Jetzt sind wir eigentlich auch barfuß. Ich finde blutige Füße eigentlich wirklich. Mit den Schuhen einfach da durch? Ja, von Asien her eigentlich nicht so wirklich, aber. Also, barfuß. Schuhe abziehen. Ivan, Schuhe abziehen. Silvio, mitmachen. Mitmachen. Wird sich auch immer, oder? Ja, einer tut immer blöd von der Gruppe. Sorry. Wenn ich eine Blasenentzündung bekomme. Ja. Nein, sorry. Kommt da von den Füßen. Stimmt. Oh, kalt! Opa. Ja, das ist auch gerade ein bisschen chaotisch. Mega. Ja, ist einfach immer so Schwemmholzmobile. Du bist ein Naturboy. Ja, sicher. Aber wenn es etwas wärmer ist, ist da oben ein Paradies. Raum, ja. Das Paradies? Ja, das hat es überall. Die heiligen Glöckli. Nein, mir ist es kalt, gell? Ich will das Schlimmste zu tun. Warte, drinnen hat es blaue Schuhe. Führen. Wir müssen noch einmal dort oben runter schauen. Ja, du warst ja dieses Haus. Ja, schau, komm. Ja, aber... oh, ja, es ist schon leicht kühl. Alles fürs Fernsehen, ja. Ja, komm, ja. Gib Gas. Bist du mal drinnen gewesen? Ich schon, ja. Ist ja, das wird sich spezieller als meins natürlich. Bei mir ist Terrasse speziell. Das ist schon super. Terrasse habe ich gerade begrünt, weil es mich angeschissen hat, weil es gängig so Drosselot aufgezogen und nichts ist gewachsen. Dann habe ich es von hier auch übergeschossen. Darf ich da hindern? Ja, sicher. Das ist die Frau in ihrem Schlafzimmer. Dort hat er eben mal einen Dschungel gemacht, hinten dran. So gut. Und das Bett einfach gebaut. Und... ah, das sind ihr da? Ja, mit der Tochter vor 18 Jahren. Wow, wir sehen wirklich so aus wie eine Adventure Family. Wo ist denn dein Zimmer? Oben noch. Aber dort kommst du fast nicht rauf. Ja. Warte nicht. Du musst aufräumen. Und da wäre aber eigentlich eben der Estrich. Das war mal der Estrich. Ja. Aber ich habe mal gefragt, und nachher hat es geheißen, ich darf ihn ausbauen. Mhm. Und nachher habe ich hier einfach mal angefangen. Und da gibt es jetzt noch ein WC drin. Was? Ja, da. Mach mal auf. So weißt du es. Oh Gott! So cool. Da ist einfach so. Da bist du am Bauen? Oder einfach am Planen? Am Planen, weil man so ja jetzt im Alter öfters aufs WC muss. Das ist alles vorbereitet, dass der dort das WC hineinkommt. Da bist du einfach verdammt eng. Wow! Und da kommt der Dusche rein? Ui, nein, da ist einfach der Schrank. Ah, die habe ich vorher noch gesucht. Das ist gut. Was ist das? Ja, das ist die alte, Maschine. Was ist das, ein Strähl? Nein, das ist so eine Massagebürste für den Rücken. Das ist original. Das ist original alt, ja. Was macht sie jetzt da? Der vibriert wie so. Leck mir, komm, hau ihn mal an. Ja, den musst du einstecken, Dunge. Das habe ich noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Wie alt ist das? Ich weiß doch nicht. Das haben wir, ich glaube, von der Mutter. Oder so. Peter, da hinten hat es noch so eine. Ja, da ist noch der Rest vom Teppich, weil ich zu viel gekauft habe. Was ist der da? Ja, da ist der Teppich noch. Das könntest du ja auch noch ausbauen? Nein, ich darf nicht alles aufbauen. Das gehört der Stadt. Aber weil ich hier seit 30 Jahren schaue, zu diesen Leuten unterinnen, und da hat es Junkies, Alkoholiker, ganz schlimme zum Teil gehabt. In dem Haus? Ja. Weil es einfach Sozialamt und nachher sind immer wieder Leute reingekommen und Drogenstrich. Du hast ein bisschen zu denen geschaut? Ja, man muss auch ein bisschen mit der Handkante und ein bisschen. Okay. Sagen, wie der Hase läuft. Sonst... so wie der Hausmeister? Ja, wir sind auswarten einfach hier. Aha. Ja. Ist einfach... das ist eben alles so ein bisschen halb provisorisch. Ja, aber da, wenn du irgendwie einen Kater hast, vielleicht was? Nie. Dann schlafst du bei der Frau, oder? Ja, dann kann ich eben dungen. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr funktionsfähig. Oh, jetzt? Ja, er kommt ein bisschen. Gib mal deinen Fuß. Ich sag den ganz fest, du aber nicht. Wellness in Bali. Mit Ausblick aufs Meer und darüber. Ein Aquarium.
Da ist noch am Sonn sein Chaos, aber da kannst du einfach. Fußballer! Nein, wir haben gestern aufgeräumt. Wir haben aufgeräumt. Also, ihr habt gestern aufgeräumt? Nein, wir haben angefangen. Aber wir kommen ja nicht so weit mit einem 18-Jährigen. Ja, da wieder würde ich vielleicht mal den Food als erstes rausnehmen. Das kenne ich auch von dir. Ja, aber das musst du ja selber machen. Ach, stimmt. Ja. Stimmt, aber weißt, du musst ins Bett legen. Das funktioniert bei ihm aber auch nicht. Das schiebt sich auf die Seite. Wird er nicht hässlich, dass wir einfach in sein Zimmer reinlaufen? Mal sicher, aber er ist ja nicht da. Das ist noch das kleine WC halt. Also das kleine, hast du noch ein grosses? Nein. Nein, das ist das kleine einfach. Viele Leute haben noch ein grösseres, aber wir sind ja nur mit 40 gesehen. Ich finde es recht gross. Also wir haben es schon kleineres gesehen. Ja, das habe ich auch schon gesehen bei euch. Pedro, es war eine Freude, dass du rausgeschaut hast und uns eingeladen hast. Wirklich? Ja, mit dem habe ich jetzt auch nie gerechnet. Eine Perle in Solothurn? Die Leute werden es wieder nicht glauben, dass wir das nicht mit dir abgemacht ja, haben. Ja, sag es jetzt, dass das nicht abgemacht ist. Es ist nicht abgemacht. Ich habe die Tami gehört, es schnarrt unten. Den kenne ich doch. Das 100. Haus, das wir besuchen. Krass! Darum machen wir jetzt heute unser eigenes Festchen. Hast du Bewohnerin und Bewohner informiert? Ich habe nicht gesagt, es sei das 100. Haus. Aber ich habe nicht gesagt, dass wir ein bisschen leicht speziell daherkommen. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg zu einer alten Mühle in Gross-Höchstetten, Kanton Bern. Vater aus Sizilien, Mutter aus dem Emmental. Sie sind Künstlerinnen und Künstler. Und auf Anmeldung kann man dort auch seine Feste feiern oder essen. Perfekt, wir sind angemeldet. Ja. Yeah. Ding, 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 dong. Also, gut. Ich habe sie noch gar nicht gesehen bei Sonnenlicht. Voilà. Hallo. Ja, Viola. Hallo. Mimo. Toto, habe ich ja gehört, gell? Toto. Toto. Hallo, Viola. Freut mich und Mede. Freut mich, danke. Viola, freut mich. Dass wir vorbeikommen. Das ist die alte Mühle. Das ist die alte Mühle. Wir können natürlich noch ein bisschen vorlaufen und mal von dieser Seite schauen. Ja, komm, das machen wir. Gut, also, das ist natürlich schon mal eine Jahreszeit gekommen, die nicht so wahnsinnig ist vom Garten. Weil ich hätte schon gerne plagiert mit dem Garten. Ah, das glaube ich. Ja. Das ist aber schön. Also man kann sich vorstellen, wie es dass im Sommer sicher mega schön ist. Vielleicht kann man im Schnitt etwas hineinbeschissen. Ein paar Blumen? Ja, etwas geht schon. Das Haus ist das erste Mal erwähnt 1571. Mhm. Und dann eben als Mühle. Dann ist es wirklich gebraucht worden, ich glaube bis 1970. Und dann hat es Grey vom Dorf dann gebraucht als Lager. Nachher ist jung, nachher einfach darum, einfach, der werdet es sehen, einfach am Boden rausgenommen und dann einfach denke ich da 150.000 Liter Fett sind dort drinnen gewesen. Einfach eine Unmenge. Also, ist ein bisschen mehr als das, was ich jetzt um mich herum habe. Aber wirklich wahnsinnig. Ja, sogar, da komme ich auch nicht mit. Und dank dem, dass es so gestunken hat, hat auch niemand da gewesen, oder? Ist es dafür ein Schnäppli gewesen? Das haben wir gezahlt, glaube ich, um die 250.000. Krass. Die einen haben Geranien, die anderen irgendwelche Knöchel. Schöne ja, Ausstellung. Das ist Mäde. Ja. Das gefällt deiner Frau? Ja, ja, ja. Der hier hat er geschenkt zur Weihnachten. Oh, warm, endlich. Ach. Schön. Ein Krokodil hat sie auch noch gefreut. Ja, das macht Mäde, gell? Ah, das ist ihre Kunst? Ja, ja. Und das verkauft sie auch? Ah, ja, ja. Ja? Ah, ja, ja. Oh, ja, ja. Also richtig gut? Ja, ja. Jahrelang haben wir von dem gelebt, oder? Von der Töpferei, oder? Von der Töpferei. Und dann musste ich einmal ein Gestell machen für sie. Und dann weg habe ich dann auch nur noch verschweissen. Ich habe ja zuerst Töpfer. Ja. Das ist eigentlich noch gut. Du musst nie in ein Möbel geschafft. Du kannst dir einfach alles selber machen. Ja. Genau. Ja,
Ja, da hier ist echt das Atelier jetzt von Mami. Da kommt mir gerade immer Ghost in den Sinn. Ja. Sie macht es auch gut. Nein, so. Nicht Ghost. Nein. Nicht. Mit dem Patrick Swayze und der Demi Moore. Sie töpfern miteinander. Er ist gestorben und er kommt zurück als Geist. Und sie töpfern dann. Sie ist traurig und töpfern. Und er kommt mit seinen Händen. Und sie töpfern zusammen. Ja, kennst du, oder? Ja, kennt ihr das schon. Ja, ihr habt das sicher nachgespielt, ja, oder? Nein, das ist ultra-erotisch. Gut, dann gehen wir heute raus. Buchhaltungszeug, was ich da mache, das ist natürlich auch super. Ja, davor rennen. Ja, da fängt keiner davor. Ist so. Ja, ich bin ja, einfach unser Nest und so. Dann geht der Aschlein wieder raus. Das ist schon wieder weg. Ja! Das ist auch von euch gemacht, von der Medic? Das bin ich mit meiner Katze, die jetzt gestorben ist letztes Jahr. Sie ist Jost vom Traueli, den seht ihr hier vorne. Er ist 25. Eine 25-jährige Katze habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Der da vorne links liegt, glaube ich. Ja, der ist heißt Travis. Travis. Trauen im Spanisch. Travis. Gehören tut wahrscheinlich nichts mehr, oder? Schön ist, Viola redet bis jetzt auch noch nicht ihr Katzendeutsch. Ja, ich tue ihn verschonen. Normalerweise fängt sie eben immer so Hochdeutsch an reden. Aha! Bist du alte Katze? Genau so. Schau, er kommt ganz. Er hat zum Gedanken angenehm. Ich stehe auf. Bist du eine alte Katze? Er ist wirklich ein guter Schatz, das darf man sagen. Wir haben den Raum noch gar nicht angeschaut. Nur Katze. Ist dir das bewusst? Nein, ich sag ja, ich muss langsam wirklich ins Tiersegment wechseln. Und das ist. Stopp, ein Fernsehraum, weißt du? Ja. Hey, schau mal, das ist dann noch geil. Hat er den selber gemacht? Nein, der ist nicht mehr so. Das ist original. Das ist mega alt. Es steht sogar da, schau, original. Das ist auch nach 100 Häusern immer noch eine meiner Lieblingsfolgen von Viola. Ist das original? Ich frage mich immer, original von was? Ist das nicht ein Replika? Ja. Gut. Ja. Der Kasten sieht aus, als würden wir da etwas Wichtiges drin aufbewahren. Nein, das sind nur so meine Arbeitskleider dabei. Wie sehen die aus? Ja, die sind einfach so. Die Ola wird einfach deinen Kasten auftun. Nein, nicht ich, sondern. Also, es ist so. Megan hat alle Schlüssel. Versteckt, gell? Ja, denkt, wo sind die Schlüssel? Das ist nicht wahr. Dadurch ist man einfach voraussehend. Ja. Nein! Ja. Nein, das müssen wir schon noch mal sehen. Original. Ja, ist. Und das WC, hat sie da den Schlüssel auch weggenommen? Nein, es ist oft. Da haben wir gar keinen Schlüssel. Hübsch. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Jetzt gehen wir zu den Fettdenken. Wie würdest du eigentlich den Geruch beschreiben, den es damals hatte? Also, einfach Speck, der durchgefallen ist. Ja, bei 10 Jahren ist das rumgelegen, das Fett da drin. Das sind ja 3/4 von diesen Tanks waren ja noch voll. Gewesen. Und die Tanks sind auch so von hier weg bis über. Aber was hast du mit dem Fett gemacht? Kosmetika hat sehr viel gemacht. Wirklich? Ah ja, halt sicher. Deine Produkte? Meine Produkte? Das ist wie eine Kille. Das sind alte Kirchenbänke. Eben. Und euren Partysaal. Aber gewohnt hier in diesem Raum haben wir nie. Nein. Gelebt haben wir. Er gehört für uns schon dazu. Ja. Das ist schon wie. Aber wenn dann viele Leute um den Weg waren, oder die Weihnachtenfirmen da. Oder wenn die Eltern mal weg waren, um eine Party zu machen. Sonst so. Hast du das gemacht mit den Kollegen und Kollegen? Zum meisten, was wir mal hier hatten, über 3 Räume verteilt. Also über die 3 Stöcke waren 230 Leute. Oh, oh. Und der Toto war nicht dabei. Gewesen. Sie sind dann nee, Gott gewesen. Sei Dank nicht. Ja, wir haben ja auch noch eine Party für uns. Ja. Bist du bereit? Das ist die Küche nachher, wo wir hier noch eingetonnert. Wer ist da außen jetzt? Ah, da kommen einfach Leute ein bisschen vorbei. Hallo miteinander. Hallo. Ich dachte, könntest du ja Hoi sagen und die Mädchen holen mal zum Wohl miteinander. Also trifft man sich da einfach so ungeplant?
Eigentlich schon. Also das sind ja alles Leute, die uns da gerne geholfen haben mit dieser ganzen Mühle und uns unterstützen. Jetzt auch heute zum Beispiel. Jetzt warten wir so ein bisschen auf das Apéro. Aha, ja. Ja, wir sind eben immer noch auf der Suche nach den Schlüssel. Du hast alle Schlüssel versteckt. Das habe ich gut gemacht. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, um die gescheiter wegzutun? Ja, irgendwann hast du gesehen, wie du einen Schaft aufgetan hast. Nicht mit mir. Du kannst jetzt noch heute mitkommen. Ah, da hinten, hä? Schön. Wow. Das ist das Atelier von Salvatore, das Metallatelier hier. Ja. Und dann tun wir es halt noch kombinieren mit dem Zeug, das man irgendwo her tun muss. Und irgendwie früher war er etwa oben drin, hatte Platz gehabt, aber jetzt haben wir ihn rausgeschossen. Dass wir hier einen Platz haben. Und er arbeitet hier, ja. Ihr habt genug zu tun, habe ich gehört, weil ihr auch so viele Veranstaltungen hier habt. Wir müssen jetzt langsam so ein bisschen umbiegeln, dass der Sohn und die Tochter vor allem das ein bisschen mehr machen. Mhm. Und irgendwann wieder mehr Töpferscheiben hocken. Ich freue mich wie verrockt. Weepy Ghost. Kennst du sicher den Film, gell? Kennst du ja, den ja. Meine Mutter hat ganz viele nackte Figuren gemacht früher. Übrigens, er steht irgendwo. Ja, das ist ja nicht. Ja, gut, das müssen wir natürlich besonders. Wo ist der Toto? Der ist der Hunger. Nein, so genau. Hey, ich glaube es ja nicht. Hast du dir den Platz ausgesucht? Was für eine Schlussgeschichte. Ja, nein, komm, hey. So gut. Gefällst dir? Das geht. Wegen? Was würdest du jetzt anders machen? Ja, sie hat mir ein bisschen komische Beine gemacht, oder? Wieso? Sie sind jetzt kurz. Wir kennen das mit den kurzen Beinen, wir zwei. Aber ja, ist auch wie so der Schutzpatron. Mega! Ja, eine super Position. Wenn ihr jetzt das sagt, das stimmt ja, ja schon. Stimmt schon. So schön auf den Blick über, ja, über den ganzen Garten. Du schaust zu Hause und Garten. Ja, genau. Du, dann sind wir jetzt bereit für La Grande Fiesta. La Grande Fiesta. Unglaublich, das 100. Haus haben wir heute besucht bei Ding Dong. Wer hätte das gedacht? An dieser Stelle ein grosser Dank an all unsere Protagonistinnen und Protagonisten, die wir haben dürfen gelüten und vor allem, dass sie uns reinlassen haben. Es macht auch beim 100. Mal noch unglaublich Spass. Danke vielmals. Yeah! Mega schön. Torte. Voilà. Alla bella vita, grazie per tutto, grazie mille. Tu bist sicher ein Talent. Disco! Jetzt! Gehen wir in die Höhle, Viola. Wo ist sie? Komm, mach sie noch mal. Komm. Wer ist da? Der hier oben. Der gehört auch dazu. Hallo miteinander. Nice mix. Ding Dong ist Ihnen präsentiert worden von der Bauarena, die ganzjährige Baufachmesse in Volkenzwil. Sie bauen, wir beraten. Bauarena.ch